Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zu unserem Jahresausblick 2022. Heute die Kollegen von mir in Bild und Ton. Wir freuen uns sehr über Ihr großes Interesse an diesem Ausblick und danken auch in dem Fall schon vorab für Ihr wirklich uns entgegengebrachtes Vertrauen. Wie so oft in diesen Conference Calls, heute eben Jahresausblick 2022. Hinzugekommen sind auch viele Zuschauer und Zuhörer, die sonst an den Jahresauftaktveranstaltungen von uns an den Standorten in Deutschland teilnehmen. Und die heiße ich auch ganz herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie zugeschaltet haben, das erste Mal und hoffentlich auch nicht das letzte Mal. Ebenso begrüße ich Carsten Mumm, unseren Chefvolkswirt aus Hamburg, Martin Utschneider, den Leiter unserer technischen Analyse aus München und ebenfalls aus München unseren Gast, den Dr. Tobias Regle. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Frank Huhn aus dem Bereich Donner und Reuschels Vermögensverwalter Hub. Das ist der Knotenpunkt aller Dienstleistungen für unsere Vermögensverwaltungskunden und Asset Manager, die es hoffentlich noch werden wollen. Und by the way, fordern Sie uns als Haus auch dazu. Carsten Mumm und Martin Utschneider sind den meisten aus den Medien, sage ich mal, hinlänglich bekannt. Kurz vorstellen aber möchte ich noch Tobias Regler. Seit 2020 ist er bei uns im Haus und ist der Head of Global Macro and Derivatives. Seit 20 Jahren im Geschäft mit Asset Management betraut. Er hat 20-jährige Erfahrung. Seine Stationen waren Allianz Global Investors im Bereich Fixed Income. Er war Senior Portfolio Manager im Overlay Management bei Universal Investment gewesen. Und Tobias studierte mit den Schwerpunkten Behavioral Finance and Asset Pricing, ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker und hält einen Master of Science in Applied Mathematics, ein Mann, der rechnen kann. Tobias blickt gezielt heute auf die Kapitalmarktregionen und Sektoren. So wird dieser Jahresausblick sehr konkret, was diese Anlagemöglichkeiten auch betrifft. Das war unsere Zielerklärung auch für diesen Call. Inflation ist das gravierende Thema, das uns seit Herbst 2021 in höherem Maße beschäftigt, als wir wohl gerne hätten. In den Märkten mit Mumm und Mut-Konferenzen sprechen wir immer wieder darüber. Und genau diese Inflation wurde zunächst kleingeredet, nicht von uns, möchte ich nochmal betonen. Das darf ich hier sagen, weil es wirklich so war. Und wurde oftmals als gekommen und gleich wieder weg von vielen, die es hätten eigentlich auch besser wissen müssen, betitelt. Nun ist sie da und fordert uns alle als Marktteilnehmer gehörig heraus. Siehe insbesondere die heftigen Korrekturen an den Technologiemärkten, auch gestern wieder, siehe Netflix etc., also nur um mal diese eine Aktie zu nennen, die doch gewaltig leidet, wenn es da nicht ganz so gute Zahlen gibt, wie man von denen erwartet. Eben noch auch der Kryptobereich, der mit dem Tech-Bereich oft gleichgesetzt wird, ob das so gerechtfertigt ist, lassen wir mal dahingestellt, aber es ist eben auch wirklich noch ein unreifer Markt. Das Leben ist also kein Wunschkonzert nach dem Motto, alles temporär. Ein Journalist beschrieb es gestern oder vorgestern, habe ich das gelesen, die Fed bremst, die EZB pennt und in China brennt. Nein, in China sei Panik und China stimuliert auf einmal mit einem wirklich überraschenden Zinsschritt. Ein diffuses Bild der globalen Notenbankpolitik. Journalisten haben oft gut und schnell reden, sie aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, zeichnen die für ihre Kunden verantwortlich für die ihnen anvertrauten Vermögen. Und sie befinden sich nun in diesem wahrlich spannungsgeladenen Umfeld, insbesondere aber auch mit Blick auf die wenig erquicklichen globalen Gemengelagen. Bevor ich an Carsten übergebe, noch einen Hinweis darauf, dass Sie sich auch noch online unter csnstart.de und dem Code 080629 einwählen können, dass Sie bitte Ihre Fragen, die nur wir Moderatoren lesen, in den Chat einstellen können und dass Sie nach der Veranstaltung den Mitschnitt dieser Veranstaltung auch erhalten werden. Auch im Übrigen mit der Vorabbefragung, zu der wir nachher noch den einen oder anderen Punkt benennen. Dankenswerterweise haben Sie da zahlreich mitgemacht. An sich, Carsten. Ja, vielen Dank, Frank. Ich freue mich sehr, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so zahlreich dabei sind heute. Und gut, volkswirtschaftliche Grundlage für den Jahresausblick 2022. Nach wie vor ist es so, dass wir einfach sowohl volkswirtschaftlich als auch was die Kapitalmärkte angeht unter ziemlich hoher Unsicherheit arbeiten müssen und eben auch volkswirtschaftliche Projektionen, die eigentlich ja gar nicht so extrem volatil aussehen in normalen Zeiten, eben doch außergewöhnlich negativ beeinflusst sind durch die Entwicklungen, die wir haben. Und deswegen ist es ganz wichtig,
ganz am Anfang mal einen Blick auf die wesentlichen Annahmen zu werfen, die unserem Ausblick für das laufende Jahr eben zugrunde liegen. Die habe ich hier noch mal ganz kurz zusammengefasst. Wir gehen davon aus, dass der Einfluss der Corona-Pandemie ab dem Frühjahr auf der Nordhalbkugel der Erde, also mit dem Ende des Winterhalbjahres, deutlich abnimmt, so ähnlich wie wir das im letzten Jahr gesehen haben. Und entsprechend auch die Corona-bedingten Belastungen, vor allen Dingen Belastungen von Seiten des Konsums, beispielsweise vieler Dienstleistungssektoren, damit sukzessive rauslaufen. Mehr würde ich zum Thema Corona-Pandemie gar nicht sagen an dieser Stelle, weil unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten das gar nicht unbedingt das größte Problem ist oder der größte Unsicherheitsfaktor ist, den wir zurzeit haben. Das ist vielmehr der hier genannte zweite Punkt, nämlich das Thema Lieferkettenprobleme, Staus vor Containerhäfen. Und hier haben wir auch eine positive Basisannahme, die ist, dass sich im Grunde genommen beginnend jetzt mit dem ersten Quartal diese Staus beginnen langsam aufzulösen. Das wird ziemlich lange dauern. Da gibt es auch in der Historie kaum eine Blaupause, ein Beispiel für so eine Entwicklung. Es wird wahrscheinlich auch das ganze Jahr überdauern, aber damit sollten sich Lieferkettenprobleme sukzessive ab sofort eigentlich über die nächsten Monate hinweg langsam lockern oder langsam relativieren. In China dürfte die Wirtschaft, das ist unsere Basisannahme, sehr viel stabiler laufen als in den letzten beiden Quartalen. Es gibt zurzeit schon einige positive Anzeichen. Zuletzt waren Industrieproduktionen, das Wachstum der Anlageinvestitionen relativ robust. Und wir gehen davon aus, dass also China die wirtschaftliche Entwicklung deutlich stabilisieren kann, wie ansatzweise im vierten Quartal erkennbar. Wir gehen davon aus, dass der Inflationsdruck abnimmt. Das werde ich gleich nochmal anhand von ein, zwei Charts zeigen. Aber er wird nicht wieder auf die niedrigen Vorkrisenniveaus zurückschnellen. Wir werden erhöhte Inflationsniveaus behalten. Und wir gehen davon aus, das ist die wichtigste Basisannahme eigentlich, dass es keine groben Fehler der Politik gibt. Was meinen wir damit? Wir erkennen einfach zurzeit eine extrem hohe Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung, der Kapitalmarktentwicklung von der Politik. Geldpolitik natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eben Fiskalpolitik, Corona-Restriktionen, beispielsweise Maßnahmen, die von politischer Seite gestellt werden. In China wird versucht, Luft aus einer jahrelang aufgeblasenen Immobilienblase herauszulassen, ohne dass die Wirtschaft einem größeren Crash unterliegt. Und das sind alles eben Entwicklungen, die einfach grundsätzlich dazu geneigt sind, dass es auch von politischer Seite eher schwerwiegende Fehler geben könnte. Und Basisannahme ist aber eben, dass diese nicht stattfinden. Ja, wie sieht's aus aktuell? Vor allen Dingen im Bereich der Lieferkettenprobleme. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht einen tatsächlich brandneuen Indikator. Der wird berechnet von der Federal Reserve Bank of New York, also einer der regionalen Fed-Banken in den USA. Der sogenannte Global Supply Chain Pressure Index. Hier gibt es verschiedene Inputfaktoren. Beispielsweise werden hier relevante Fragestellungen aus Einkaufsmanager-Indizes berücksichtigt zu Lagerhaltung, zu Lieferzeiten. Und es sind hier auch drin bekannte Indikatoren wie der Baltic Dry Index, wie ein Luftfrachtraten-Index. Die werden hier aggregiert zu einem Gesamtblick oder zu einem Gesamtindikator auf die Situation der globalen Lieferketten. Und wie wir erwartungsgemäß erkennen können, haben wir hier eine extrem hohe Anspannung. Aber wir sehen, wenn Sie ganz rechts am Rand schauen, dass die letzte Indikation hier so leicht nach unten gegangen ist. Und das könnte in unseren Augen der Start einer sukzessiven Verbesserung dieser Lieferkettenproblematiken sein. Also das ist einer der Indikatoren, mit dem man, glaube ich, ganz gut abgreifen kann, wie die Entwicklung in den nächsten Monaten wird. Und das wird auch einer der wichtigsten Blicke sein, die wir jetzt weiterhin im Fokus haben. Dass diese Entwicklung tatsächlich weitergeht oder dass sich diese Lieferkettenprobleme sukzessive entspannen, gehen wir davon aus, dass auch in Deutschland die wirtschaftliche Dynamik mit dem zweiten Quartal spätestens beginnt, wieder deutlich nach oben zu laufen. Und ein Beispiel, wie das sozusagen grafisch aussehen könnte, bietet diese Übersicht hier vom IFO-Institut, die zunächst einmal darstellt, wie hoch eigentlich insgesamt dieser Wertschöpfungsverlust ist in Deutschland. Der wird von Forschungsinstituten so auf knapp 40 Milliarden Euro taxiert. Also entgangene Wertschöpfung, die ausschließlich auf diese Lieferengpässe und diese Probleme der Industrie bei den Zulieferthemen und auf die Staus an den Containerhäfen zurückgehen.
Und Sie sehen, dass auch die Grundannahme hier der Experten des IFO-Instituts ist, die blaue Linie, dass wir eben beginnend hier eigentlich mit dem ersten Quartal und dann richtig Dynamik aufnehmend ab dem Sommer eine Erholung sehen. Voraussetzungen, diese Staus lösen sich langsam auf und dann kann die deutsche Wirtschaft eben auch einen Großteil dieser verlorenen wirtschaftlichen Dynamik wieder aufholen und auf den ursprünglichen Wachstumspfad zurückkehren. Das ist tatsächlich auch ein, wenn Sie so wollen, Paradebeispiel dafür, wie es wahrscheinlich allen Industriebranchen geht oder allen Staaten, die eben sehr, sehr stark von der Industrie oder von den Exporten insbesondere abhängig sind. Also positive Aussicht auf die konjunkturelle Entwicklung. Das, was in Deutschland der Export ist und die Industrie, ist in den USA vor allen Dingen der private Konsum und der wiederum hängt insbesondere sehr, sehr stark von der Situation am Arbeitsmarkt ab. Während der private Konsum im letzten Jahr weitgehend ja noch sehr, sehr stark gestützt wurde durch staatliche Stützungszahlungen. Teilweise wurden ja auch im letzten Jahr noch direkt die Schecks verteilt an viele US-Amerikaner, die direkt dieses Geld dann dafür genutzt haben, um zu konsumieren. Jetzt ist es so, dass wir, wenn Sie die Arbeitslosenquote anschauen, das ist hier die dunkelblaue Linie, mittlerweile fast vor Krisenniveaus wieder erreicht haben. Die letzte Zahl, die hier veröffentlicht wurde, waren 3,9% Arbeitslosenquote, fast vor Krisenniveau, fast Vollbeschäftigung. Man muss dazu sagen, dass die Partizipationsrate in den USA, also die Rate der Menschen, gemessen sozusagen von der Gesamtquote oder von der Gesamtmenge aller US-Amerikanerinnen und Amerikaner, diese Partizipationsrate, die derjenigen Menschen, die sich grundsätzlich am Arbeitsmarkt beteiligen oder grundsätzlich arbeiten wollen, die liegt immer noch unter Vorkrisenniveau. Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze dafür. Fakt ist, dass insgesamt zur Verfügung stehende Erwerbspersonenpotenzial abgenommen hat. Gleichzeitig aber die Beschäftigung sehr deutlich gestiegen ist. Sie sehen die hellblauen Balken hier, das ist der Beschäftigungszuwachs. Das heißt Arbeitslosenquote nahe Vorkrisenniveau. Gleichzeitig haben wir in den USA aber immer noch über 10 Millionen unbesetzte Stellen. Also die Firmen suchen händeringend nach Arbeitskräften, können diese offenen Stellen größtenteils gar nicht besetzen und das steigt oder löst gerade in den USA vor allen Dingen einen sehr, sehr deutlichen Lohndruck aus, was auf der einen Seite ein Kostenthema ist für die Unternehmen, auf der anderen Seite aber den Konsum eben nochmal befeuert. Also damit auch, wenn wir auf die USA-Seite schauen, von konjunktureller Perspektive heraus betrachtet, der Konsum sehr, sehr stabil zu erwarten in den nächsten Monaten. Ja, und das führt dann insgesamt auch zu weiterhin sehr, sehr positiven oder außerordentlich guten Wachstumserwartungen für das laufende Jahr. Diese Prognosen, die Sie hier sehen, stammen vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Und Sie sehen, dass die Projektionen hier für das laufende Jahr 2022 mit einem Weltwirtschaftswachstum von 4,5% zwar schwächer ausfällt als im Jahr 2021, im historischen Vergleich aber immer noch einen deutlich überdurchschnittlichen globalen Wirtschaftswachstumspfad kennzeichnet. In der Eurozone werden 3,5% Wachstum erwartet, nach 5% in diesem Jahr. Deutschland ist, wenn Sie so wollen, die einzige oder fast die einzige Region und Volkswirtschaft, die verglichen mit dem letzten Jahr ein stärkeres Wachstum sogar zu erwarten hat. Das liegt daran, dass im letzten Jahr eben weitgehend monatelang viele Dienstleistungsbereiche noch im Lockdown verhaftet waren und die Industrie, wie dargestellt, beginnt mit dem zweiten Quartal deutlich durch die Lieferkettenprobleme ausgebremst wurde. Und unter der Basisannahme, dass diese Dinge sich sukzessive auflösen, ist eben mit einer deutlichen Dynamisierung des Wachstums in Deutschland vor allen Dingen dann im zweiten Halbjahr zu rechnen. Die USA werden auch dynamisch wachsen, etwas schwächer als im letzten Jahr. Und auffällig ist China. China hat ja gerade das Wachstum für das vergangene Jahr veröffentlicht, 8,1%. Also im letzten Jahr ist China durch ein relativ überraschend starkes viertes Quartal doch nochmal besser gewachsen, als es allgemein erwartet wurde. In diesem Jahr sind die Wachstumserwartungen deutlich zurückgeschraubt worden, fast halbiert, wie man hier erkennen kann. Das ist in meinen Augen durchaus eine Basiserwartung, die man für die nächsten Jahre aufrechterhalten kann. China wird in den nächsten Jahren nicht mehr um 6, 7 oder 8% wachsen können, wie das in den vergangenen Jahren vor der Krise der Fall war. Das hat gewisse strukturelle Umstellungen als Grundlage, die in China stattfinden, eben ein weniger starker Fokus auf den Immobiliensektor. Man ist und will
nicht mehr die billige Werkbank der Welt sein. Man fokussiert sich eher auf den Binnenkonsum und das Binnenwirtschaftliche. Und das bringt eben mit sich, dass die Wachstumsraten insgesamt sinken. Meine Erwartung ist allerdings, dass damit das Wachstum in China auch deutlich stabiler ausfallen sollte, als wir das in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben. Insgesamt betrachtet, positive Aussichten also, was die Wachstumsdynamik im nächsten Jahr oder in diesem Jahr vielmehr angeht. Und damit von meiner Seite noch ein kurzer Blick auf die Kapitalmarktsituation. Und da ist in meinen Augen der ganz entscheidende Punkt, der ganz entscheidende Fokus, die außergewöhnliche Diskrepanz zwischen Inflation und Zinsentwicklung, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Und das kann man kaum besser erkennen als an dieser Grafik. Dargestellt ist hier die Kerninflation auf der waagerechten in den USA, zuletzt 5,5%. Und hier auf der senkrechten die Verzinsung einer 10-jährigen US Treasury, also einer US-Staatsanleihe, 10 Jahre Laufzeit. Man kann sehen, dass man natürlich normalerweise steigende Inflationsraten auch steigende Zinssätze zur Folge haben. Dieser Zusammenhang ist, wie Sie hier erkennen können, das sind die Werte aus den letzten Monaten im letzten Jahr völlig zusammengebrochen. Die Inflation ist deutlich nach oben gegangen. Die Zinsen sind sehr viel weniger stark gestiegen. Und meine Erwartung ist für die laufenden Monate, dass sich dieses Gap hier nicht komplett schließen wird, aber doch deutlich kleiner wird. Und zwar über beide Seiten. Die Inflation wird etwas zurückkommen. Also die Punkte laufen wieder nach links hier und die Zinsen werden wahrscheinlich etwas steigen. Wie kommen wir auf die Inflationserwartung? Wenn wir auf die US-Seite einmal schauen, da ist in meinen Augen der beste Frühindikator für die Inflation die sogenannte Preiskomponente des ISM-Einkaufsmanager-Index. Das ist hier die türkise Linie. Sie sehen, da ist ein ganz guter Gleichlauf mit den Konsumentenpreisentwicklungen. Das ist die blaue Linie. In den USA haben wir eine Inflation von etwa 7%. Ein ganz guter Gleichlauf zu erkennen. Und Sie sehen, diese Preiskomponente des ISM-Einkaufsmanager-Index ist doch in den letzten Monaten ein ganzes Stück weit zurückgegangen. Und darum gehe ich davon aus, dass wir in den USA die Inflationsspitze wahrscheinlich im Januar und im Februar, also jetzt gerade, sehen werden. Dafür spricht auch, dass kurzfristig gestern gerade veröffentlicht die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA überraschenderweise nach oben gegangen sind. Das dürfte der Omikron-Welle geschuldet sein, zeigt aber, dass auf vielen Ebenen zurzeit dieser ganz, ganz große Preisdruck doch, naja, zumindest langsam anfängt, sich ein bisschen zu relativieren, ein bisschen nachzulassen. Ja, wie sieht die Situation inflationsmäßig in Deutschland aus? Da haben wir gerade am Anfang der Woche nochmal wieder eine kleine Schockzahl bekommen, wenn Sie so wollen. Erzeugerpreise sind angestiegen im Dezember um 5%, also alleine in einem Monat. Das macht auf Jahressicht einen Anstieg um 24%. Und das ist der höchste Anstieg, den wir seit 1949 gesehen haben. Wir kennen die Punkte hier. Vor allen Dingen die Energiepreise sind natürlich diejenigen, die die Kostenexplosion auf Erzeugerebene hier verursacht haben. Und das ist in meinen Augen auch der Grund, warum wir glauben, dass die Inflation, obwohl jetzt ab Januar der Mehrwertsteuereffekt wegfällt und auch der CO2-Abgabeneffekt geringer ausfällt, denken wir, dass die Inflation im Januar so um die 1, eventuell 1,5% schwächer ausfallen könnte als noch im Dezember. Aber diese grundlegenden kostensteigernden Effekte, Energiepreisexplosionen, Rohstoffpreisexplosionen, die werden eben auch in Deutschland und in der Eurozone dazu führen, dass wir anhaltend erhöhte Inflationsraten in den nächsten Monaten sehen. Ich halte für Deutschland im Jahresdurchschnitt eine Inflationsrate von 3-4% durchaus für wahrscheinlich. Ganz kurz nur, was gibt es noch für weitere mögliche Einflussfaktoren auf die Märkte? Wir werden im Frühjahr eine Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Frankreich sehen. Da gehe ich an dieser Stelle gar nicht im Detail drauf ein. Zurzeit sieht es so aus, als wenn Macron gute Chancen hätte, wieder neu ins Amt gewählt zu werden. Sollte das nicht so kommen, könnte, je nachdem, wer sozusagen Alternativpräsident werden könnte oder Präsidentin werden könnte in Frankreich, hier natürlich einiges an Verunsicherung entstehen. Wir haben jetzt gerade in wenigen Tagen den Prozess, dass in Italien ein neuer Präsident gewählt wird. Berlusconi ist im Spiel. Mario Draghi könnte möglicherweise auch einer der Kandidaten sein. Sollte das der Fall sein, wäre die Zukunft der bestehenden Regierung unter Mario Draghi fraglich. Das könnte für einige Verunsicherung sorgen. Dann haben wir natürlich die bekannten geopolitischen Entwicklungen. Und das wird sicherlich im Laufe des Jahres auch wieder eine Rolle spielen, das Thema Midterm Elections in den USA.
Also insgesamt kann man sagen, volkswirtschaftlich betrachtet ein positiver Ausblick, ganz viel Hoffnung auf einiges an Stabilisierung in den nächsten Monaten und damit grundsätzlich auch eine positive Basis, was die Kapitalmärkte angeht, wenngleich eben doch einiges an Unsicherheitsfaktoren vorhanden sind, die nicht vergessen werden dürfen. Ganz kurz noch, was macht das oder wie, was bedeutet das ausgedrückt in unseren Prognosen per Ultimo letzten Jahres? Sie kennen das von uns, wir gehen nicht davon aus, dass diese Prognosen punktgenau am 31.12. eintreffen. Es geht vielmehr darum, einfach eine gewisse Perspektive darzustellen, eine Richtung sozusagen, eine Trendrichtung, in die sich die verschiedenen Assets hier entwickeln könnten. Und um das ganz kurz nochmal zusammenzufassen, angefangen bei der EZB, wir gehen davon aus, dass die Leitzinsen der EZB unverändert bleiben im laufenden Jahr. So hat sich die Notenbank bisher ja auch ganz klar geäußert. Wir können uns aber vorstellen, dass der Inflationsdruck im laufenden Jahr eben doch höher ausfällt als von der EZB erwartet und Lagarde und Co. damit sukzessive doch unter Druck kommen, zumindest über Leitzinserhöhungen mal zu sprechen. Und nicht für ausgeschlossen halte ich erste kleine Schritte im Sinne einer Erhöhung des EZB-Einlagenzinssatzes, möglicherweise so im dritten oder auch im vierten Quartal. Zinsen am langen Ende, 10-Jahres-Bunds, können wir uns noch einen weiteren Anstieg vorstellen, vielleicht in die Richtung 0,25, vielleicht zwischenzeitlich auch mal darüber hinaus. In den USA gehen wir davon aus, dass die Fed im laufenden Jahr mindestens dreimal den Leitzins anheben wird, möglicherweise sogar auch noch viermal. Das hängt natürlich davon ab, wie die Inflationsdynamik sich jetzt kurzfristig darstellt. Und auch für Zinsen am langen Ende gehen wir von weiter steigenden Notierungen aus. Auch hier kann es gut sein, dass die 2,15 auf den Jahresverlauf betrachtet möglicherweise noch ein bisschen zu konservativ sind und die Zinsen auch noch etwas weiter steigen könnten. Wir sind positiv, was die Märkte angeht. 17.500 können wir uns im DAX vorstellen, vor allen Dingen deswegen, weil die zyklischen Schwergewichte mit einer Verbesserung der konjunkturellen Perspektiven wieder stärker steigen sollten. Für den Eurostoxx sind wir ebenfalls positiv, etwas verhaltener für den S&P 500. 5.000 Punkte ist nicht mehr das ganz große Wertentwicklungspotenzial, zumindest weniger als bezogen auf den DAX. Das liegt auch daran, dass wir glauben, dass die großen Treiber aus dem letzten Jahr, also insbesondere die großen Technologie-Big-Tech-Aktien, so zeigt sich das zumindest jetzt ja auch am Jahresanfang, nicht mehr die ganz große Dynamik entwickeln können. Wir gehen davon aus, dass Euro-Dollar mit ganz, ganz leichten Aufwertungspotenzial für den Euro vielleicht entwickeln kann, zumindest Richtung Jahresende. Zwischenzeitlich könnten wir vor dem Hintergrund, dass in den USA die Zinsen stärker steigen als in der Eurozone, auch nochmal einen schwächeren Dollar sehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir einen relativ stabilen Euro, wie wir jetzt auch in den letzten Wochen erkennen könnten. Wir gehen davon aus, dass die Rohstoffnachfrage weiterhin ziemlich hoch bleiben wird, bei einem wahrscheinlich noch teilweise ausgebremsten Angebot. Also können uns durchaus 100 US-Dollar beim Rohöl-Sorte Brent hier vorstellen. Und wir gehen davon aus, dass Gold eine Renaissance erleben könnte im laufenden Jahr. Ob 2.500 US-Dollar werden können tatsächlich, das sei mal dahingestellt. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Aber ich denke, dass anhaltend negative Realzinsen, explodierende Staatsschulden, ziemlich viele Unsicherheitsfaktoren und eine Wiederbelebung der Schmucknachfrage, insbesondere in den Schwellenländern, wenn es da konjunkturell besser läuft, dass das doch deutlich zu einem steigenden Ölpreis beitragen könnte. Und zu guter Letzt haben wir neu mit aufgenommen, ganz unten links, Bitcoin. Hier bitte ich die Prognose ganz klar mit einem gewissen Schmunzeln zu verbinden. Wir gehen einfach davon aus, dass die Nachfrage nach Kryptoassets und zwar strukturell über die nächsten Jahre hinweg weiter steigen wird und dass demzufolge in der Tendenz oder von der Tendenz her auch weiter steigende Kurse bei Bitcoin und anderen Kryptoassets wahrscheinlich sind, auch wenn es heute genau nach dem Gegenteil aussieht. Was man sicherlich auch sagen muss, ist, dass wir diese extreme Volatilität in dieser sich neu etablierenden Asset-Klasse sicherlich auch beibehalten werden. Ja, so viel in aller Kürze von meiner Seite. Ich würde angesichts der Zeit dann unmittelbar übergeben an meinen Kollegen Dr. Regele und stehe gerne am Ende noch für Fragen zur Verfügung. Carsten und Tobias, ich grätsche mal ganz kurz dazwischen, weil wir haben Sie ja befragt und wenn Carsten jetzt die Prognosen abgegeben hat, dann möchte ich dem Auditorium gesamt ganz kurz sagen, wie Sie den Markt sehen. Also die dominierende
ja, dominierende, also 34% aller Befragten sagen, dass der MSCI sich zwischen 0 und plus 5% bewegen wird. 25% sind da noch etwas höher, bei 10% und einige sagen sogar noch etwas besser. Wir haben bei dem EZB-Leitzins beispielsweise die Aussage, dass 55% von Ihnen, die befragt worden sind, den Zins bei 0 sehen, keine weiteren Erhöhungen. Und 45% sagen, es wird dann ein Stück weit größer als 0. Auch zu den Märkten nochmal, Value übergewichtet 52% und Growth und Value gleichgewichtet waren 32 und Growth übergewichtet nur 16. Das hat mich ein bisschen erstaunt, weil doch der Trend sehr stark Richtung Growth gegangen ist. Also sind viele gar nicht so sehr betroffen vom Tech, von der Tech-Base im Moment. Und zum Thema Bitcoin, aber hier nicht Bitcoin vordergründig benannt, sondern hier geht es um Gold. Und da wird also als Store of Value, das war ja eine unserer Fragen, ganz klar gesehen Gold und Betongold, also Gold und Immobilien. Und Bitcoin waren nur mit 9% benannt worden und Kunst auch nur mit 9%. Also ganz klar auch hier deutlich der Markttrend, der sehr schwach ja war jetzt bei den Kryptos, bringt auch mit sich, dass man das Vertrauen in diese Coin Assets und schon gar nicht oder vordergründig auch nicht in den Bitcoin als Store of Value hat. Das mal ganz kurz als Resümee. Spiele ich jetzt gerne den Ball dann wirklich weiter an Tobias. Ja, hallo, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe hier als Eingangsbild mal einen Blick auf etwas größere Wellen und etwas schwerere See gewählt. Vor dem Hintergrund dessen, was wir erwarten an den globalen Märkten, sehen wir mehr Volatilität in 2022, als wir das aus den vorangegangenen Jahren gewohnt waren. Was sehen wir denn als Gründe für schwere See? Carsten hat einige mögliche Punkte schon genannt, also geopolitische Themen. Das Thema mit der Ukraine würde wahrscheinlich nicht mehr viele überraschen, wäre dennoch wahrscheinlich ein weiterer Punkt für mehr Volatilität. Was wir noch als potenzielles weiteres Risiko sehen, ist ein möglicher Überfall auf Taiwan. Wir denken, dass das nicht vor Ablauf der Winterspiele in Peking passieren wird. Wir denken nicht, dass es unmittelbar danach passiert, aber wir sehen das Risiko dafür steigen und wir denken, dass das natürlich ein Auslöser von deutlicher Volatilität an den Märkten sein könnte. Was gibt es noch für Auslöser für Volatilität? Wir haben das Thema der Geldpolitik in den USA gerade von Carsten schon gehört. Gucken wir nochmal zurück. Also 2020 war natürlich ein Jahr der Extreme, was die Geldpolitik betrifft, aber auch in 2021 hat die amerikanische Zentralbank pro Monat jeden Monat zuverlässig 120 Milliarden Dollar gedruckt. Parallel dazu hat auch die EZB über ihr Pandemic Emergency Program und über ihr APP Asset Purchasing Program in der Größenordnung von 100 Milliarden Euro jeden Monat in die Märkte gepumpt. Nun dreht sich das Bild, zumindest bei den Amerikanern, deutlich stärker als bei uns. Und es ist davon die Rede, nicht nur diese Wachstumsdynamik in der Bilanzsumme zu stoppen, sondern sogar umzukehren. Beispielsweise fordert der Chef der Atlanta Fed, Rafael Bostic, dass die amerikanische Zentralbank beginnend ab dem Sommer ihre Bilanzsumme um 100 Milliarden Dollar pro Monat verringern soll. Parallel dazu tritt die Fed vermutlich auch auf andere Weise noch auf die Bremse. Wir sehen hier rechts die aktuell eingepreiste Veränderung in den US-Leitzinsen. Sind jetzt 4 Zinsschritte bis Jahresende angekündigt. Bei der Europäischen Zentralbank preist der Markt aktuell 1 bis 2 Schritte ein. Die Rhetorik von Seiten der EZB ist natürlich, dass vor 2023 keine Zinsschritte zu erwarten sind. Wir werden aber sehen, inwieweit die Inflationsdynamik da Druck aufbaut. Was bedeutet das? Wir haben 2020 und 2021 sehr gute Jahre für Aktien gehabt. Beides getrieben von einem Mix aus expansiver Geld- und Fiskalpolitik. Und jetzt stehen hier die Zeichen auf Wandel. Die Geldpolitik wird restriktiv. Typischerweise ist das dann eine große Quelle von Volatilität. Bedeutet nicht, dass wir jetzt komplett bärisch sind auf risikobehaftete Assets. Bedeutet aber erstens, dass die Dynamik, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, sich so sehr wahrscheinlich nicht fortsetzen wird. Und dass wir zusätzlich mit mehr Volatilität rechnen müssen. Wenn wir in die einzelnen Assetklassen gucken, fangen wir mal mit den Aktien an. Da sehen wir das schwerste Fahrwasser mit dem Blick nach vorne. Wir hatten das Thema der Technologie angesprochen. Hier sehen Sie auch, hat sich unser Blick ein wenig geändert, vor allem durch die weiteren Verschärfungen in der Rhetorik von Seiten der amerikanischen Zentralbank. Deswegen haben wir
unsere Einschätzung bezüglich Technologie auf neutral gedreht. Optimistisch sind wir nach wie vor allem auf das Thema Energie. Wir haben das die Ölpreisprognose gerade schon gehört. Wir sehen die Möglichkeit, dass wenn wir jetzt den Übergang schaffen von der Pandemie zur Endemie, die Energienachfrage noch weiter steigen wird und die wird dann treffen auf ein immer geringeres Angebot, aufgrund dessen, dass die Investitionen in konventionelle Energieträger konsequent zurückgefahren werden, sodass wir hier temporär deutliches Steigerungspotenzial in Energie sehen. Das Thema Zinserhöhungen ist immer ein Thema für Banken. Banken profitieren von höheren Zinsen und auch von steileren Zinsstrukturkurven. Demzufolge sind wir auch hier optimistisch. Wir haben jetzt schon einiges gesehen an Preisentwicklungen in amerikanischen Banken. Kürzlich haben wir auch gesehen, was passiert, wenn dort die Zahlen, die der Markt erwartet, was jetzt Gewinne betrifft, nicht erfüllt werden, also insbesondere bei Goldman Sachs. Was wir noch als günstig ansehen, sind aber europäische Großbanken. Aufgrund des Themas der möglichen Wiedereröffnung und Normalisierung weg von der Viruswirtschaft sehen wir auch die Themen Chemie und industrielle Automation nach wie vor bullisch. Was das Thema Versorger betrifft, haben wir nach wie vor die Befürchtung, dass immer weiter steigende Preise, die die Versorger selber zahlen müssen, um die Energie zu beschaffen, nicht in voller Form weitergegeben werden können und dass das dann auf die Margen drückt. Wenn wir auf die Regionen gucken, sehen wir auch hier eine Veränderung bezüglich der USA, vor allem neutral. Das liegt schwerpunktmäßig an der Veränderung in der Geldpolitik, hat aber zusätzlich noch den Hintergrund, Carsten hat bereits erwähnt, wir haben die Midterm-Elections im November und da steht es aktuell so, dass es zu erwarten ist, dass die Republikaner sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat zurückerobern könnten. Und das würde möglicherweise zu einer Situation führen, wie wir sie noch aus Jahren der Obama-Administration kennen, dass praktisch die Republikaner alles, was die Administration von Joe Biden machen will, blockieren. Und dass wir dann, ja, sagen wir mal, zumindest die Aussicht auf weitere fiskalische Impulse dadurch sinkt. Eurozone, Japan, China sind wir nach wie vor, was die regionale Betrachtung betrifft, optimistisch. In Japan hatten wir ja, sagen wir mal, dieses richtige Reopening noch gar nicht. Da haben wir auch seit dem Sommer den neuen Premier Kishida, der, sagen wir mal, ein bisschen sich abwendet von Abenomics, aber hingeht zu mehr, was kann denn der Staat tun für, ich sag mal in Anführungsstrichen, den kleinen Mann. Und das sehen wir auch weiterhin optimistisch für den Konsum in Japan. Und wenn sich die globale Weltwirtschaft erholt, Japan ist ja eine große Exportnation, sehen wir auch das als Potenzial. Bei den Chinesen waren wir vor einem halben Jahr noch ziemlich negativ eingestellt. Da haben sich jetzt einige Ereignisse ergeben, die uns dazu gebracht haben, dass wir unseren Blickwinkel darauf ändern. Ganz wichtig, allen voran, die chinesische Zentralbank hat einen kompletten Kurswechsel vollzogen. Sie hat jetzt die Zinsen gesenkt und sie hat angekündigt, dass es mehr Stimulus in Zukunft geben wird, um einen, ja, sag ich mal, 2008 2.0, was sich ja durch den Immobiliensektor in China aktuell angedroht hat oder immer noch dabei ist anzudrohen, um das eben zu verhindern, und will da intervenieren durch Kreditvergaben und auch durch Gelddrucken. Schwellenländer ex-China sehen wir nach wie vor kritisch. Wir erwarten aufgrund der Geldpolitik in den USA perspektivisch steigende US-Zinsen und dann perspektivisch auch einen steigenden US-Dollar. Und das ist historisch immer ein schwieriges Umfeld gewesen für Schwellenländer. Wenn wir das Thema der Zinsen uns angucken, auch hier schwierig. Man könnte sagen, die Zinsen sind so niedrig, können die denn nicht einfach nur noch steigen? Zumindest erwarten wir hier auch weiterhin ein volatiles Umfeld. Sie sehen auf der linken Seite Thema Staatsanleihen, sind wir neutral. Die meisten haben negative Realrenditen. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel China, also China auch auf der Anleihenseite, wahrscheinlich deutlich attraktiver als viele westliche Länder. Und wir haben Sonderthemen. Carsten Mumm hatte schon das Thema der Wahlen in Frankreich angesprochen. Zumindest bei der letzten Wahl war es so, die Präsidentschaftswahl verläuft ja in zwei Runden. Und falls jetzt in der ersten Runde einer der extremeren Kandidaten mit von der Partie wäre, dann würden wir erwarten, dass das wieder Themen wie
Zerbrechen der Eurozone oder generell eine Euro-Thematik hochspülen könnte und dann entsprechend zu erheblicher Volatilität auch an den Staatsanleihen, insbesondere im Euroraum, führen würde. Inflationsindexierte Anleihen sind wir auch neutral. Carsten hatte schon gesagt, wir rechnen damit, dass die Spitze des Anstiegs in der Inflation erstmal hinter uns liegt und dass der Weg zwar hoch, also die Inflation hoch bleibt, aber jetzt nicht mehr immer weiter nach oben sich entwickelt. Dementsprechend denken wir, dass da die größten Gewinne bereits eingefahren wurden auf den inflationsindexierten Anleihen. Unternehmensanleihen sehen wir, solange, sagen wir mal, die Geldpolitik nicht sich extrem restriktiv entwickelt, nach wie vor als eine mögliche Renditequelle an. Zusätzlich haben wir noch das Thema von Floatern auf dem Schirm in ausgewählten Währungsräumen, wo wir denken, dass die Zentralbanken aggressiver reagieren könnten, als das aktuell erwartet wird. Schwellenländer sehen wir auch hier aktuell noch schwierig an. Der Hintergrund ist der gleiche. Steigende US-Zinsen und steigender US-Dollar sind für Schwellenländer, insbesondere jene, die in US-Dollar verschuldet sind, natürlich ein schwieriges Umfeld. Wenn wir die Währungen angucken, dann sehen wir grundsätzlich den US-Dollar mindestens mal als nicht negativ an. Kanada-Dollar, Neuseeland-Dollar, norwegische Kronen, da sind die Zentralbanken schon deutlich stärker auf der Bremse. Das ist gut für die Währungsentwicklung. Bei den norwegischen Kronen hat man noch, sage ich mal, den zusätzlichen Effekt der steigenden Energiepreise, was sich da sehr positiv auch im, sagen wir mal, in den nächsten 2-3 Monaten auswirken sollte. Die tschechischen Kronen sind hier noch aufgeführt. Warum? Die tschechische Zentralbank ist aktuell eine der aggressivsten Zentralbanken, zumindest in Europa, was Zinserhöhungen betrifft. Und auch in der Rhetorik sind sie nach wie vor extrem aggressiv und dementsprechend sind wir optimistisch, dass die tschechischen Kronen auch hiervon profitieren könnten. Japanischer Yen sind wir neutral. Die Bank of Japan hat in ihrem letzten Meeting nochmal bekräftigt, dass es keinerlei Anzeichen gibt, sagen wir mal, die Monetärpolitik von extrem expansiv zurückzudrehen. Allerdings sehen wir auch hier immer noch auf sehr niedrigen Niveaus eine gewisse Dynamik in der Inflation. Von daher sind wir neutral. Wir wissen nicht genau, ob das, was die Bank of Japan jetzt heute sagt, ob das morgen noch gilt. Auf jeden Fall sehen wir aber keinen Case für einen starken Verfall und auch keinen für einen starken Anstieg im Yen. Und zuletzt der chinesische Renminbi. Ich hatte angesprochen, dass da nun deutlich expansivere Maßnahmen zu erwarten sind, was die Monetärpolitik betrifft, auch was die Fiskalpolitik betrifft. Kürzlich beim Weltwirtschaftsforum trat der Präsident Xi Jinping ja als erster Sprecher auf und versprach auch hier mehr Hilfen und Stabilisierung. Und gestern kam der Premierminister Li auch nochmal an die Presse und äußerte, dass hier Stabilisierung zu erwarten ist. Als letzten Punkt noch unser Blick auf liquide Alternativen. Also wir haben jetzt gesagt, wir sehen ein volatiles Umfeld in Aktien und auch ein volatiles Umfeld in Zinsen. Was bedeutet das jetzt für Portfolien, die sich hauptsächlich aus Anleihen und Aktien zusammensetzen? Wir denken, dass der Diversifikationseffekt, den man, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren hatte, in der Grafik hier unten rechts zu sehen, bedeutet also, dass Anleihen und Aktien tendenziell negativ korreliert sind, dass sich dieser abschwächen wird. Wenn wir ein bisschen weiter zurückgucken, sehen wir hier in einer Phase, in der wir deutlich mehr Inflation hatten, dass die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen sehr positiv war. Und das bedeutet, dass man den Diversifikationsbonus, den man in den letzten 20 Jahren hatte, dadurch, dass man Aktien mit Anleihen gemischt hat, nicht mehr in der gleichen Form bekommt. Was heißt das dann für das Portfolio? Wir sind nach wie vor optimistisch auf das Thema Edelmetalle. Wir sind auch vor allem auf Gold deshalb optimistisch, weil wir gesehen haben, wie Gold sich jetzt entwickelt, trotz der ganzen Ankündigungen, die wir von Seiten der amerikanischen Zentralbank gesehen haben. Typischerweise ist es ja so, dass höhere US-Zinsen, ein stärkerer Dollar, nicht positiv sind für Gold. Wir sehen aber jetzt von der Preisentwicklung her, dass sich dennoch eine enorme Nachfrage nach Gold darstellt. Das stimmt uns auch weiter optimistisch auf Edelmetalle. Das Thema Volatilität ist natürlich eins, das uns jetzt im kommenden Jahr begleiten wird. Und deswegen denken wir auch, dass Produkte, die von Volatilität profitieren, da im Bereich der liquiden Alternativen ein weiteres Standbein bilden können, das sehr wichtig sein kann im Portfolio-Kontext.
Und zu guter Letzt noch das Thema Rohstoffe. Wir hatten ja schon gesagt, das Thema Öl. Aber Öl ist ja natürlich ein sehr wichtiger Faktor ist für die meisten Rohstoffe. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel mal an Agrarrohstoffe denken, braucht man viel Dünger und für die Düngerproduktion ist energieintensiv. Wir hatten jetzt mit den Gaspreisen im letzten Herbst schon gehört, dass viele Düngerproduzenten ihre Produktion deutlich runtergefahren haben und das hat natürlich auch mittel- bis längerfristige Implikationen für die Preise von Agrarrohstoffen und ähnlich sieht es auch mit anderen Rohstoffen aus. Bedeutet also, Blick nach vorne ist jetzt nicht negativ, aber volatil und schwieriges Umfeld mit breiter Diversifikation als Basis, die nötig ist für ein stabiles Portfolio. Dann würde ich an der Stelle übergeben an meinen Kollegen Martin Utzschneider. Vielen Dank, Tobias. Dein Schlusswort war auch eine gute Überleitung auf die technische Gesamtsituation an den Märkten. Wenn man es einfach mal, ohne jetzt oder bevor ich auf die einzelnen Folien eingehe, einfach mal überreißt. Im Moment haben wir ja einen Index in der technischen Betrachtung, sogenannt, oder sozusagen, das ist der Einäugige unter den Blinden, das ist der Eurostoxx 50. Alle anderen Indizes, ob es jetzt der Nasdaq ist, das haben wir ja mitbekommen, aber auch DAX, S&P 500, Nikkei, alle testen bzw. Tendieren momentan unter ihren 200-Tages-Durchschnittslinien, das ist jetzt der Simple Moving Averages oder der EMA. Also wir sind hier in einer Situation, und deswegen fand ich, oder ist das Bild von dir, Tobias, vorhin mit der Welle auch ganz zutreffend, was die technische Situation betrifft. Wir sind insgesamt noch in übergeordneten Seitwärtstrends drin, ja. Wir haben noch keine Crash-Situation, also wirklich noch nicht, aber das Umfeld wird ungemütlicher für reine Long-Investoren. Die Volatilität nimmt zu. Deswegen fange ich auch mal hier bei uns mit unserem DAX an. Wir haben ja letztes Jahr gesagt, die Jahresendrallye ist da. Wir werden wohl auch eine Jahresanfangsrallye bekommen und so ab Mitte Januar sollte man vielleicht den Gürtel bzw. den Gurt etwas enger schnallen und das kommt jetzt im Momentan auch zu tragen. Wir haben den DAX 40 ja im Moment so in einem intakten Abwärtstrend. Wir sind momentan, glaube ich, bei 15.700 jetzt kurz nach Eröffnung angelangt. Das ist natürlich eine weitere, nicht Verschärfung, aber eine weitere Bestätigung dieser kurzfristigen Abwärtssituation, die wir hier sehen, an dieser gestrichelten Linie. Das heißt, wir gehen weiter davon aus technischen Gesichtspunkten, dass zumindest mal die 15.245 eine mögliche Retest-Linie sein könnten. Übergeordnet sind wir aber trotzdem nach wie vor im Seitwärtstrend. Also das ist genau der Punkt, die Vola nimmt auch beim DAX deutlich zu. Wir haben zuletzt einen deutlichen Anstieg im VDAX gesehen. Übergeordnet ist die 14.980, die uns ja auch letztes Jahr, ich glaube, 4, 5, 6 Mal eine gute Orientierungslinie war, noch lange nicht in Sicht. Das heißt, die übergeordnete Situation, in der wir uns gerade befinden, ist ein klassischer Sägezahnmarkt mit einem Trend, der jetzt im Moment sehr, sehr deutlich nach unten tendiert, eben auch durch das Unterschreiten diverser Unterstützungs- und ja, Durchschnittslinien. Von dem her bleibt der DAX kurzfristig im Abwärtsmodus. Übergeordnet sehen wir hier im Moment eine Seitwärtstendenz, aber perspektivisch sind aufgrund der übergeordneten Trendsystematik, wenn man den Langfristtrend mit dazu nimmt, durchaus aus der Fibonacci-Projektion dann wiederum Kurse Richtung 17.300, 17.400 möglich. Das deckt sich ja auch mit dem generellen fundamentalen Bild, das der Carsten Mumm aufgelegt hat mit den 17.500. Aber es wird kurzfristig etwas ungemütlicher und der Surfer auf der Welle sollte sich ja genau überlegen, was er im Moment tut, welchen Kurs er einschlägt. Der Eurostoxx 50 als nächster, ich habe ihn gerade als Einäugiger unter den Blinden bezeichnet, ist auch von der kurzfristigen Trendsystematik her deutlich anders geartet als der DAX. Wir sehen also hier nach wie vor einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Wir sind überhalb der 200-Tage-Linie, auch überhalb der kürzeren Durchschnittslinien. Das heißt, im Moment ja, testen wir die 4.200er-Marke. Die ist aber noch absolut im Trend. Die 200-Tage-Linie ist auch im Bereich, unterhalb des Bereiches des aktuellen Kursniveaus. Also wenn wir jetzt einen Vergleich ziehen zwischen DAX und Eurostoxx, ist der Eurostoxx der deutlich stabilere im Moment, also europäische Aktien. Und das deckt sich ja auch mit dem, was ihr beide vorher gesagt habt. Eurostoxx ist sehr
finanz- und banklastig. Und da sieht man im Moment schon auch, wo die Reise hingeht, branchenmäßig. Wir haben hier eine stabilere Tendenz als am deutschen Aktienmarkt. Wir haben eine Trendsystematik, die noch intakt ist. Und der Eurostoxx könnte zwar vielleicht Richtung 4.200 noch Tests vollziehen, vielleicht auch die 4.049, aber deswegen ist der Trend dann nach wie vor intakt. Also aber auch hier erhöhte Schwankungen, erhöhte Unsicherheit. Das Sentiment ist sehr, sehr nervös. Die Marktteilnehmer sind sehr, sehr nervös. Das sieht man auch zum Teil an den Intraday-Bewegungen und in einzelnen Kerzencharts. Aber ein Vergleich auf europäischer Ebene, DAX versus Eurostoxx. Eurostoxx im kurzfristigen Aufwärts, DAX im kurzfristigen Abwärtstrend. S&P ist übergeordnet, war noch, muss ich ganz ehrlich sagen, im Aufwärtstrend. Er wird ihn auch heute wieder testen. Wir haben hier einen ganz klaren Test der unteren Aufwärtstrendlinie. Wir haben eine negative Markttechnik. Wir haben ein sich weiter abstechendes Momentum. Wir haben Trendfolgeindikatoren, die Warnsignale abwerfen. Und jetzt steht und fällt es mit der Linie bei 4.595, die wir schon unterschritten haben. Und jetzt wird entscheidend die 4.504, Entschuldigung, ich habe mich hier verlesen am Chart, die 4.504. Wir haben jetzt eine Indikation von 4.470. Das heißt, wir werden eine Fibonacci-Linie und gleichzeitig die untere Trendlinie des S&P 500 heute testen. Ob wir sie dann im Schlusskurs oder im weiteren Verlauf weiter unterschreiten, ob der Abfall weitergeht, das sieht man dann, wenn die US-Amerikaner eröffnet haben. Aber was ich als höhere Gefahr dann auch sehe, wenn wir diesen Abwärtstrend verlassen, dass wir auch auf die 200-Tage-Linie hinsteuern. Die 200-Tage-Linie verläuft im Moment bei 4.428, muss schon punktgenau sein, und von dem her auch der S&P stark angeschlagen, im Moment kurzfristig, übergeordnet, klar verlassen wir diesen jetzt nahezu einjährigen intakten Aufwärtstrend, aber die Situation ist immer noch übergeordnet seitwärts gerichtet. Also im Moment auch beim S&P 500, die Warnsignale sind da. Es ist noch kein großes Szenario, dass man sagt, man testet jetzt die Unterstützungen aus dem Jahr 2021, die weit unter dem jetzigen Niveau liegen. Aber es ist ein Warnsignal im breit gestreuten S&P 500, der ist natürlich auch deutlich stärker im Moment ist beim Nasdaq 100. Also S&P 500 mit Warnsignal, noch im Aufwärtstrend, wird ihn aber heute testen. Und beim Nasdaq 100 ist im Moment, ähnlich wie beim DAX, das ist ein ähnliches Chartbild, eine Abwärtsdynamik spürbar. Und beim Nasdaq 100 haben wir jetzt eine Indikation von 14.750 vorbörslich. Und wir haben gestern 14.773 als wichtige technische Unterstützung unterhandelt. Und hier kann es sein, dass die Reise wirklich Richtung 14.450 beziehungsweise 14.046 geht. Also von den Indizes, die wir gerade angesprochen haben, DAX im übergeordneten Seitwärtstrend, Eurostoxx ist noch absolut in seiner Aufwärtstrendsituation intakt, S&P 500 Warnsignal, Nasdaq 100 Abwärtsdynamik intakt, nicht zuletzt eben auch durch das Unterschreiten der 200-Tage-Linie zuletzt. Also hier sind die Trendsignale um oder kehren sich aktuell um. Was sehen wir jetzt hier, was sich natürlich auch auf die US-Märkte auswirkt? Das sehen wir bei der 10-Jahres-Rendite. Da haben die beiden Vorredner viel tiefer und umfassender referiert. Ich möchte hier nochmal auch vielleicht den Marktkonsens anhand des Charts spielen. Hier ist absolut die Tendenz nach oben. Wir sehen hier unten, da waren die Marktteilnehmer, der Marktkonsens war zuletzt Ende letzten Jahres etwas unsicher. Kommt hier wirklich die große Zinskeule in Amerika? Im Moment ist es so, dass dieser Trend, der begonnen wurde, sich auch fortsetzt. Wir haben positives Sentiment im Sinne von weiter steigenden Kursen. Wir haben ganz klares Trendsignal bekommen. Die Fibonacci-Retracements sagen sogar ein Zins- oder ein Renditeniveau für die USA für kommendes oder für dieses Jahr von 2,26, also 2,27 voraus. Aktuell sind wir bei 1,8. Das heißt, hier geht der Trend weiter.
Jerome Powell, der Fed-Präsident, hat ja schon gesagt, es wird nicht bei 3, es wird wohl bei 4 Zinserhöhungen im Jahr 2022 enden. Ganz anderes, Anführungsstrichen, anderes Bild im Moment oder zuletzt bei den 10-Jahres-Renditen Bund. Da waren wir in einer übergeordneten Seitwärtstendenz und das hat sich immer auch mit dem gedeckt, was Christine Lagarde von sich gab. Wir machen nichts, wir sehen die Inflation oder die EZB sieht die Inflation als temporär. Und die Renditen wollten marktteilnehmermäßig, marktkonsensmäßig nicht zu Recht nach oben kommen. Wir haben aber jetzt eine ganz wichtige Widerstandszone durchstoßen, nämlich die minus 0,11. Es war immer mal wieder ein Peak, der ja in den letzten Monaten immer wieder für Rückschläge gesorgt hat, für Desillusion, was kommt, was passiert mit den Zinsen in Europa. Und immer wieder kam hier der Abschlag nach unten. Jetzt haben wir diese minus 0,11 durchstoßen. Und Carsten Mumm hat es vorher gesagt, die allgemeine Prognose gibt, glaube ich, bei 0,25. Wir haben jetzt sogar ein technisches Renditeziel bei der 10-Jahres-Rendite im Bund bei 0,27,5, also etwas darüber. Und man sieht hier, man sagt immer, die Börse oder die Charts nehmen ein bisschen was vorweg, was, ich weiß nicht, ob es Tobias Regele war oder der Carsten Mumm, dass die EZB wohl in diesem Jahr das ein oder andere zwischen den Zeilen verlautbaren könnte. Vielleicht kommt noch kein Schritt, aber vielleicht wagen sie sich doch aus der Deckung und sagen zumindest zwischen den Zeilen, wir müssen jetzt auch erhöhen bei einer Inflationsquote von 5%. Und das sieht man im Moment auch bei den 10-Jahres-Renditen im Bund, dass hier wohl der Marktkonsens oder die Marktteilnehmer davon ausgehen, da kommt was. Ja, der Euro weiterhin extrem angeschlagen, trotz der vorübergehenden im Abwärtstrend befindlichen Bodenbildung bei 1,12 in etwa, weiterhin negative Tendenz, aktuell Test der 38-Tage-Linie und auch hier ist die Tendenz weiter im Abwärtsmodus und wir denken mal aus technischer Sicht, dass sich der Euro in diesem Jahr zwischen 1,12 bzw. 1,13 und 1,15 einpendeln wird. Das heißt aber, die übergeordnete Abwärtsthematik des Euro bleibt vorhanden und ein richtiger Rebound Richtung Bullish Euro, da müssten wir schon Notierungen sehen für 1,17, 1,18 aufwärts, wenn nicht sogar die 1,19, und das ist absolut unwahrscheinlich aus den aktuellen Chartbildern. Also man sieht, die Rendite in den USA, die US-Renditen, das Chartbild ist weiterhin, sage ich mal, bullish, wenn man bei Renditen von bullish sprechen kann, aber aufwärts gerichtet, aber auch die US-Renditen, die Renditen in Europa ziehen jetzt an. Das Chartbild ist etwas freundlicher als noch zuletzt, aber wir sind weiterhin im Nullbereich. Und selbst wenn die Rendite technisch auf 0,25 steigen sollte in Europa, wird das den Euro im Vergleich zum US-Dollar nicht massiv voranbringen. Und wir sehen hier ein Range zwischen 1,13 und 1,15 mit oberer Linie 1,15. Ja, jetzt kommen wir zu etwas, das ich ja in letzter Zeit immer mal wieder thematisiert habe. Aus rein technischer Sicht haben wir beim Gold Ende letzten Jahres ein Musterbeispiel an Breakout, Retest und nachhaltigen Trendbruch erlebt. Das Gold war in einem Abwärtstrend verhaftet, hat diesen Abwärtstrend hier bei 1785 bzw. 1795 verlassen, hat dann sowohl die gleitenden Durchschnitte als auch die obere Abwärtstrendlinie regetestet. Man nennt es auch Mean Reversion, also Rückkehr mal wieder zum Widerstand, hängt auch mit der Gaußschen Normalverteilung und so weiter zusammen. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen, hat aber diesen Retest extrem erfolgreich gemeistert. Wir haben jetzt eine Notierung von, glaube ich, 1842. Das heißt, das Gold, die Renaissance, der Begriff ist heute schon ein paar Mal gefallen, die Renaissance ist eingeleitet. Das Gold ist in einem technischen Trend, hat Momentum aufgebaut, auch die Langfristindikatoren sind Trend bestätigend. Und was ich dazu noch sagen will, wo es denn wirklich endet. Ja, wir hatten vorher auch einen Bereich 2500. Aus technischer Sicht sehe ich durchaus die 1961, also gerundet die 2000 möglich. Natürlich
kommt dazu, dass das heuer bei 4 Zinserhöhungen da natürlich Gefahr besteht, dass das Gold wieder uninteressanter wird. Aber wenn wir uns mal ansehen, dass die 4 Zinserhöhungen trotzdem eine nach wie vor negative Realrendite auch im US-Dollar-Bereich bedeuten, dann ist für das Gold weiterhin der Boden geebnet. Und wie gesagt, aus technischer Sicht sehe ich ganz klar die 2000 plus X, ob es die 2500 werden, aber die 1961 bis 2000 sind absolut technisches mögliches Ziel. Ja, das Brent, Carsten Mumm hat es vorher aufgelegt, das Ziel liegt bei 100. Ich gehe sogar noch ein bisschen drüber. Das technische Ziel ist bei 101. Intakte Trendsystematik, Retest im Moment. Wir haben zuletzt einen Kurs gesehen von 87 Dollar. Wir arbeiten gerade den Test einer Fibonacci-Projektion bei 88 ab. Das bedeutet aber, der Trend ist zwar relativ eng, er ist sehr, sehr steil, aber auch die Trendfolgeindikatoren sind weiterhin aufwärts gerichtet. Das heißt, wir werden beim Brent, ich denke mal, vielleicht sogar nochmal einen Retest der 86,65 sehen können. Das ist aber auch nicht schlimm, denn das wäre auch immerhin oder absolut noch im Aufwärtstrend. Und man muss sagen, hier ist auch beim Brent weiterhin die Tendenz da. Wir haben jetzt eine W-Formation nachhaltig positiv getestet oder erfolgreich getestet. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass wir perspektivisch im Verlaufsjahr 2022 beim Brent die 101 sogar sehen. Und last not least, ja, Frank Kuhn hat es eingangs erwähnt, Bitcoin hat zuletzt Federn gelassen, hat sich, man kann es jetzt positiv formulieren, oder hat sich wieder verbilligt, wird wieder interessant für Neuanstiege, aber ich warne im Moment wirklich aus technischer Sicht davor, nicht aus struktureller Sicht oder aus Hintergrundsicht, sondern wir haben hier eine intakte Abwärtsdynamik seit dem Hoch bei 68.000. Wir haben jetzt aktuell einen Kurs gesehen von 38.740, also wir hatten hier einen Rückgang um 30.000 US-Dollar. Und wer jetzt hier sagt, naja, jetzt kann ich zugreifen, den warne ich, denn wir unterhandeln im Moment auch eine wichtige charttechnische und eine wichtige Fibonacci-basierte Supportlinie bei 40.233. Das ist auch gleichzeitig eine Nackenlinie einer Schulterkopf-Schulterformation. Und wenn wir die jetzt wirklich nachhaltig durchstoßen und das Momentum sich auch weiter abschwächt, dann hätten wir ein theoretisches technisches Kursziel, das ich unten auch angezeichnet habe, bei knapp 10.000. Ich will hier nicht jetzt alle verunsichern, aber das ist das technische Ziel. Wir haben bei 28.000 noch eine Auffanglinie, aber die Tendenz ist ganz klar im Moment kurzfristiger Natur abwärts gerichtet. Das Bitcoin bewegt sich im Moment komplett konträr zum Gold. Also hier hat sich auch das Sentiment bzw. der Marktkonsens verschoben und das Gold wird momentan gegenüber dem Bitcoin eben bevorzugt. Ja, wenn ich da noch mal ein kurzes Fazit ziehen will, Aktienmärkte im Moment angeschlagen, High Vola voraus, birgt aber auch viele Chancen. Tobias Regele hat es vorher auch angesprochen. Wir seitens Portfolio Management ist ja High Vola auch was Positives, aber wenn jemand sagt, okay, ich gehe jetzt in dieses Kapitalmarktjahr 2022, unsere perspektivischen Mittel- bis Langfristprognosen für den Aktienmarkt sind nach wie vor positiv, aber auf dem Weg dorthin beispielsweise, wenn wir uns den DAX angesehen haben, Richtung 17.000, da kann es noch viele Wellen geben, die brechen. Der Surfer kann oftmals, sage ich einmal, ins Wasser fallen, aber wir werden den Kapitalmarkt prinzipiell positiv, das ist ein Aktienmarkt für dieses Jahr. Aber er wird sicherlich nicht so, sage ich einmal, letztes Jahr hatten wir auch viele Schwankungen, aber er wird sicherlich wieder sehr holprig und jetzt im ersten Quartal und ins zweite Quartal hineingehen. Deswegen, ja, grundpositiv, aber sind Sie kurzfristig vor allem bei den spekulativen Investments gewappnet und gehen Sie mal auch vielleicht eine Gewinnlinie oder eine Sicherungslinie. Das war's von mir. Ich darf zurückgeben an Frank Kuhn. Ja, danke euch dreien für die Ausführungen, auch für die Tiefe, in die ihr gegangen seid. Ich möchte dem Zuhörerschaft und euch nochmal einen Spiegel geben zum Thema Sektorauswahl, auch bei den
bei Ihnen selbst. Wir haben diese Befragung ja durchgeführt, um Ihnen das auch zu ermöglichen. Wir haben bei 40% der Nennungen eine offensive Sicht auf den Growth-Bereich. Wir haben aber bei 60% eben die defensiven Ausrichtungen, und das sind dann im Bereich Pharma, Energie und Konsum sehr ausgeprägt. Auch Banken sind da nochmal genannt. Die Asset Allocation bei allen ist auch, ja, Chapeau, es hat sich alles sehr Richtung Aktien gewandelt. Es ist vielleicht auch nicht verwunderlich, aber trotzdem unterstreicht hier eben nochmal die Anzahl von 70-30 Portfolios ein ganz starkes Übergewicht, und 70-90-10 Portfolios machen gemeinschaftlich aus etwa 70% aller Portfolios. Also doch eine sehr, sehr starke Aktienorientierung bei Ihnen allen. Jetzt haben wir noch einen Moment Zeit. Wir hatten ja angekündigt, dass wir so bis 9.30 Uhr gehen und dann auch noch ein paar Fragen beantworten wollen. Ich fand jetzt eine sehr prägnante Frage. Das Thema ist nicht angesprochen, ist auch ein bisschen hypothetisch und schwierig, aber bei Einmarsch oder aggressive Aktionen von Russland in Richtung Ukraine. Vielleicht mal an dich, Tobias, du bist im Asset Management. Wie reagiert ihr da? Wie bereitet ihr euch eventuell vor? Seid ihr, habt Abstellung, sichert ihr möglicherweise Positionen ab und könnt das relativ schnell umsetzen? Wie geht ihr davor, wenn Russland aggressiver wird? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir sind tatsächlich vorsichtig unterwegs, auch was unsere Allokationshöhe betrifft. Man muss sich natürlich die Frage stellen, was würde von so einem Szenario profitieren? Möglicherweise würde das dann doch zu einer scharfen Gegenbewegung bei den sicheren Häfen, also bedeutet Zinsen nach unten, im Bereich der US-Staatsanleihen und vielleicht auch im Bereich der deutschen Staatsanleihen führen. Wir hatten ja gerade die Ausführungen, dass grundsätzlich der Trend da nach oben drückt. Dementsprechend besteht natürlich eine Möglichkeit darin, sich zum Beispiel über Optionalität in der Hinsicht abzusichern, dass man im Falle sehr scharfer Bewegungen da vorbereitet ist. Grundsätzlich ist es aber einfach nicht absehbar, was das genau bedeutet. Ich denke, das hängt auch stark davon ab, wie und in welcher Form die Reaktionen auf den Einmarsch sind. Von daher ist das sehr, sehr schwierig zu prognostizieren. Ja, ähnliches absolut gilt, schwierig, gar kein, ja, genau. Ähnliches gilt natürlich auch für einen möglichen Überfall auf Taiwan. Also wie wäre die Reaktion beispielsweise der Amerikaner, aber auch natürlich der Anrainerstaaten. Ja, danke dafür. An Carsten noch eine Frage zur generellen geopolitischen Ausrichtung Chinas. Wie ist das einzuschätzen in Bezug auf den Druck, den China auch macht und auch diese vielen Positionen, die China global setzt, sich zu beteiligen? Beispielsweise der griechische Hafen ist gekauft worden, sehr viele Unternehmensbeteiligungen global, die Seidenstraße. Wie stark ist der Druck von China? Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte dazu verlieren. Genau, mache ich sehr gerne. Ich hoffe, ich bin jetzt einigermaßen vernünftig zu hören. Ja, alles gut. Okay, sehr gut. Also ganz klar, China hat natürlich ganz klare strategische Zielvorgaben und strategische Zielsetzungen, die sie einfach sehr, sehr konsequent auch umsetzen. Sie haben ja den Vorteil gegenüber den USA und gegenüber dem Europa, dass sie nicht alle zwei oder alle vier Jahre sich um Wahlen kümmern müssen. Wenn wir im Gegensatz mal dafür schauen, unter welchem Druck Joe Biden jetzt beispielsweise schon steht, mit Blick auf die Midterm-Elections, die wir angesprochen haben. Das ist in China natürlich gar kein Thema. Da werden langfristige Zielsetzungen gesetzt. Da werden die entsprechenden Gelder gegeben und dann wird das einfach stringent umgesetzt. Frank, du hattest das Thema neue Seidenstraße angesprochen. Man hat in 2015 gesagt, man will führend sein in 10 der wichtigsten Zukunftstechnologien. Das wird dann in Anführungsstrichen eben einfach umgesetzt. Aber strategisch gibt es in China natürlich auch einen Strategiewechsel. Ich habe das eben schon ganz kurz angedeutet. Man möchte natürlich Abhängigkeiten von Europa und den USA reduzieren, gerade aus den Erfahrungen der letzten Jahre heraus, Stichwort Handelskonflikte. Man wird Außenhandel eher im asiatischen Raum versuchen umzusetzen und vor allen Dingen möchte China die Binnenwirtschaft stärken. Und da spielen verschiedene Facetten eine Rolle, unter anderem auch der regulatorische Angriff auf einige Tech-Unternehmen oder einige Tech-Branchen, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Das dient letzten Endes ja nur dem Ziel, einfach die breite Bevölkerungsmasse sozusagen in China oder dieser breiten Bevölkerungsmasse eine Wohlstandssteigerung zu erlauben.
Also insofern sehr, sehr stark, sage ich mal, strategisch auf sich selber bezogen, auf die eigenen Ziele bezogen. Ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass man in China einen kompletten Strategiewechsel umsetzt, in dem Sinne, dass man jetzt, also ich sag mal, die engen Bande, die bestehen in Richtung USA und Europa, versucht ganz zu kappen und sich vielleicht, ja, man wird sich stärker an Russland orientieren, das ist ja das, was man zurzeit sieht. Aber man versucht einfach, sage ich mal, die Schwächen der eigenen Volkswirtschaft ja, abzustellen. Ne? Und dazu gehört eben auch, dass der große Einfluss des Immobiliensektors, einer der wesentlichen Wachstumstreiber in den letzten Jahren, der wird zurückgehen. Das wird auch das Wachstum mit dämpfen für die nächsten Jahre. Grundsätzlich, wie ich das eben schon angedeutet habe, aber gehe ich davon aus, dass wir eine sehr, sehr stabile Entwicklung in China sehen werden. Also eine stabilere als in den letzten Jahren mit einem geringeren Wachstumspotenzial. Ja, danke. Noch eine Frage zu China, möchte ich gleich anknüpfen, war eine Frage aus zum Thema Omikron, wo China recht schlecht vorbereitet ist, sagt man. Und sobald sich Corona-Anzeichen bilden, gibt es harte Lockdowns. Und wie schätzt du das ein? Omikron ist stark dynamisch, wie wir wissen, stärkere Lockdowns in China, noch schwereres Wachstum als bereits schon eingeschätzt. Ja, das kann natürlich definitiv ein Belastungsfaktor sein. Und zwar nicht nur für China, sondern für die Weltwirtschaft. Ne? Wir haben im Moment um und bei 22 Millionen Menschen in China, die im Lockdown sind. Also wie gewohnt, ganze Millionen Städte werden einfach mal dicht gemacht, in Anführungsstrichen. Genau. China steht natürlich unter unheimlichem Stress im Moment, was das Thema angeht. Wegen der Olympischen Spiele, die unmittelbar vor der Tür stehen, wo man natürlich extra rigoros nochmal vorgehen wird bei kleineren Ausbruchsherden. B, weil die Neujahrsfeiern anfangen in China und die traditionellerweise mit einem sehr, sehr hohen, einer sehr, sehr hohen Reisetätigkeit verbunden sind. Auch das versucht man von politischer Seite einzudämpfen. Also man wird sicher mit Blick auf die nächsten, sagen wir mal, 2 Monate alles tun, gewohnt rigoros vorgehen, um Omikron einzudämpfen. Und wenn dann natürlich sowas auf einen Containerhafen trifft, dann kann das gut sein, dass auch ein großer Containerhafen mal wieder dicht gemacht wird. Mhm. Und das würde dann dazu führen, dass diese erhoffte Lockerung der Lieferkettenprobleme, wie wir sie in Aussicht gestellt haben, einfach um 1-2 Monate nach hinten geschoben wird. Das ist, glaube ich, die große Gefahr, weltwirtschaftlich betrachtet, die aus diesem Omikron-Szenario in China hervorgeht. Ansonsten haben wir eher Stabilisierungstendenzen. Ne? Ich hatte das eben schon gesagt, das 4. Quartal Wachstum war schwach, aber deutlich besser, überraschend besser als erwartet. Sowas wie Industrieproduktion und so weiter stabilisiert sich. Die Energieengpässe, die wir gesehen haben in China, die relativieren sich, also die nehmen grundsätzlich ein Stück weit ab. Und von politischer Seite, hatten wir eben auch schon gesagt, von Seiten der Notenbank, sehen wir eher wieder Stimulusmaßnahmen. Also von daher denke ich, ja, die Gefahr ist da, dass wir hier nochmal einen Rückschlag erleben. Grundsätzlich, glaube ich, wird China wieder stärker zum Weltwirtschaftswachstum beitragen im laufenden Jahr. Mhm. Vielen Dank. Noch eine Frage zum Thema, wir haben zwar leicht steigende Zinsen, Fragezeichen zu den Risikoprämien, Renditebeitrag bei Corporates, Euroland, Peripherie, High Heels etc. Wie schätzt ihr das ein? Ich weiß nicht, wer von euch beantworten möchte. Tobias? Ja, gerne. Zinsen, ja? Nochmal auf dieses Thema, ist glaube ich ganz wichtig. Was passiert da? Ja, also da sind 2 Aspekte wichtig, denke ich. Das eine ist die Geschwindigkeit der steigenden Zinsen und das andere ist dann natürlich auch das Niveau, das erreicht wird. Historisch gesehen ist es so, dass in den Anfangsphasen steigender Zinsen das Thema Corporates noch nicht so sehr kritisch ist. Der High-Yield-Bereich ist natürlich deutlich verwundbarer, was das betrifft. Aber sagen wir, umso fortgeschrittener wir uns dann in den Zinserhöhungszyklus sehen, ja, umso schwieriger wird dann das Umfeld auch für Unternehmensanleihen, auf jeden Fall. Ich glaube, der zweite Part der Frage war Emerging Markets, wenn ich das richtig... Ja, genau. Genau. Also die Peripherien. Ne? Mhm. Ja, genau, oder auch Peripherie, da ist es natürlich auch so, ne? Also steigende Bundrenditen sind natürlich auch schwieriger für die Euro-Peripherie. Was da jetzt noch hinzukommt, ist natürlich das Sonderthema des PEP, mit dem die EZB ja Anleihen unabhängig von dem Rating der jeweiligen Staaten gekauft hat, also insbesondere sehr viel Griechenland. Wenn man sich jetzt mal anguckt, phasenweise hat die ganze griechische Kurve teurer gehandelt als beispielsweise Italien.
Aktuell ist es so noch am vorderen Rand der Kurve und das ist eine Situation, die wir vor dem Ausbruch der Eurokrise hatten. Und das wurde eben auch getrieben durch diese enormen Staatsanleihenkäufe, die jetzt perspektivisch natürlich in der Form nicht mehr stattfinden. Ja, okay. Noch eine letzte Frage, dann wir haben 9.41 Uhr, wollen bei 45 an sich enden und die bezieht sich nochmal auf das Thema Großbritannien. Wir haben da ja doch sehr, sehr starke Bewegungen weg aus der EU. Diese Problematik zeigt sich ganz deutlich. Gibt es eine Einschätzung zu Great Britain, zum Index dort, zum FTSE? Ja, ich habe die Zeit gerade genutzt, weil ich die Frage schon gesagt habe und habe mir den FTSE mal geholt. Der FTSE ist, ich habe vorher gesagt, der Eurostoxx 50 ist so der Einäugige unter den Blinden. Der FTSE ist sogar noch intakter in seiner Aufwärtsbewegung. Wir haben hier eine intakte Trendsystematik. Im Moment haben wir für heute auch leicht rückläufige Notierungen. Wir haben gleichzeitig auch nach wie vor ein prinzipiell starken britisches Pfund gegenüber dem Euro, wo man jetzt sagen könnte, da müsste eigentlich der FTSE ja nachgeben. Im Moment ist es so, dass der FTSE perspektivisch von den Trendfolgeindikatoren noch absolut im Trend ist, auch von der charttechnischen Komponente her. Ein Retest der 7.450 sehe ich jetzt kurzfristig ja. Dieser Retest, der war auch schon mal vor der Corona-Krise, aber erfolglos. Wir sind jetzt also wieder vor dem Niveau der Corona-Krise. Wir haben uns da, oder der FTSE hat sich da ganz gut wieder hochgearbeitet. Im Moment ist er, wenn man es technisch betrachtet, von der Trendfolge her, sogar noch etwas stärker einzuschätzen als der Eurostoxx in seiner kurz- bis mittelfristigen Trendsystematik. Aber ein Retest bei 7, wenn jetzt jemand überlegt, was zu tun, was zu machen, vielleicht zu sagen, oh, mir wird das in der EU alles zu unsicher, zu heiß, wie auch immer, ein Retest der 7.450, den empfehle ich abzuwarten und dann zu sehen, wie sich da der Chart verhält. Und die zweite Frage war hier noch, sehe ich bei Ethereum, ich denke mal Ether soll die Abkürzung sein für Ethereum, auch hier haben wir eine wichtige Unterstützung momentan unterhandelt, nämlich die 2941, auch wieder aus den Fibonacci- bzw. charttechnischen Konstellationen heraus. Und bei Ethereum sehe ich auch kurzfristig durchaus einen möglichen Test der 2650. Auch hier sind wir deutlich unter der 200-Tage-Linie mittlerweile angekommen. Also auch bei Ethereum, da haben wir perspektivisch zwar auch vom Haus her eine gute Meinung, was das Gesamtjahr anbelangt, aber wenn ich jetzt sage, man überlegt sich hier vielleicht was zu tun, weil der Bitcoin so unter die Räder gekommen ist, ein Retest der 2650 ist aus technischen Gesichtspunkten möglich und dann abwarten bei dieser Linie, aber auch hier übergeordnet Downside im Moment. Ja, vielen Dank. Auch, dass du darauf nochmal eingegangen bist, ist ein kleiner Brückenschlag zum Abschluss. Nochmal, wie gesagt, herzlichen Dank an euch drei und auch jetzt an den kleinen Panel. Ich möchte gerne überleiten zum Abschluss und erlauben Sie mir noch einen Hinweis auf im Genauen, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, was der Martin gerade zum Schluss sagte zum Thema Ethereum. Wir werden einen weiteren Crypto-Talk haben am 4. Februar, beginnend auch morgens um 9 Uhr. Und unser Gast wird sein Katharina Gera, eine sehr bekannte Spezialistin aus dem Bereich Blockchain-Analyse und auch Unternehmensbetreuung in dem Bereich. Sie ist interessiert, so drückt sie sich selbst aus, an Physik und Mathematik und deswegen ist sie auch über bestimmte Begegnungen in diesem Bereich zu einer echten Blockchain-Spezialistin geworden, ist Gründerin von Immutable Insight, einem Unternehmen, das eben auch Lösungskomponenten und Produkte schafft für uns Investoren. Darf ich an der Stelle sagen, wir haben nicht das Ziel, Produkte zu bewerben, aber wir wollen in das Thema Krypto weiter eintauchen, machen das monatlich mit der TIAM zusammen, mit der wir eine sehr ausgeprägte Partnerschaft haben, was die faktischen Informationen, was die Hintergrundinformationen, was die Kontakte betrifft. Also freuen Sie sich auf diesen Talk am 4. Februar zu Blockchain-Technologie und noch ein Stichwort ist Metaverse. Einfach nochmal eine Empfehlung von mir. Bitcoin Echo, Ausgabe 55, Januar 22, eine mittlerweile doch etablierte Fachzeitschrift,
gibt doch eine ganze Menge Auskunft an interessanten Punkten zu Metaverse. Wir bedanken uns wirklich sehr herzlich, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben, dass auch so viele bis jetzt zum Schluss noch dabei geblieben sind. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie uns treu. Wer noch nicht registriert ist auf unserer Informationsseite zu unseren Veranstaltungen, der möge das gerne noch tun. Wir wünschen Ihnen alle zusammen ein wirklich erfolgreiches Börsenjahr 2022. Es wird sehr, sehr anspruchsvoll, sehr schwierig. Sie sind großen Herausforderungen gegenüberstehen, politisch wie wirtschaftlich. Haben Sie weiterhin das gewisse Quäntchen Glück bei den Themen, die Sie zu bewältigen haben mit Ihren Kunden. Bleiben Sie gesund und uns auch ein Stück weit wohlergehen. Machen Sie es gut und immer besser, sage ich zum Schluss. Bleiben Sie zuversichtlich und alles Gute Ihnen. Wir danken Ihnen sehr, das Vermögensverwalter-Team vom Hub von Sonne Reuschel. Bis dahin. Auf Wiedersehen.